Unsere Bubu-Armee! Ja, willkommen zurück zu Paper Mario 2. Wir haben hier eine große, große Bubu-Armee. 101 Bubus. Und wir haben im letzten Part 100 Viecher besiegt. 100 Gegner. Solche bienenartigen Viecher hier. Die Namen kann ich mir irgendwie auch immer noch nicht merken. Und am Ende noch gegen Gegner hier gekämpft. Und ja, da unten ist ein Kreuz auf dem Boden. Was hat das zu bedeuten? Ich schaue kurz in den Büschen hier alles nach. Was passiert, wenn ich hier BWW reinmache? Nix. Mit dem hier kann ich auch nichts anstellen, es sei denn, ich kann mit Irona hier das irgendwie wegblasen. Kann ja sein. Oder warte, warte. Vielleicht die... Nee. Ich habe keine Ahnung, was das hier... Wofür das gut ist. Vielleicht werde ich das noch herauskriegen. Wer weiß. So. Hallo, Piranha-Pflanze. Ich habe gesehen, dass ein paar Bubus oben geblieben sind. Aber die werde ich gleich abholen. Erstmal kämpfen wir gegen 4 Piranha-Pflanzen. Da wäre jetzt eigentlich Kupion nicht verkehrt. Nur, wir haben jetzt, Irona draußen. Na gut, ich muss wechseln. Ich muss wechseln zu Kupio. Und mit ihm setzen wir einfach mal den Powerpanzer ein. 20 BP haben wir ja jetzt. Dank eines Levelaufstiegs. So, eine Piranha-Pflanze ist schon mal besiegt. Autsch, falscher Knopf gedrückt. So, besser. Noch ein letztes Mal. Gut. Okay. Dann werde ich mal Kupio nach vorne tun und jetzt eine BP-Attacke einzusetzen. Okay, das würde in der... Würde mit einer Attacke alle besiegen, aber das brauchen wir jetzt nun auch nicht. Die Dose, na, will ich ja mal nicht haben. Und hier ein Hammer. Volle Hammer, ey. Und ich denke mal, Kupio kann ohne Schaden die Piranha-Pflanze abwehren. Mal sehen. Ah, Mist. Schade. Aber bei Mario hätte es mehr Schaden gemacht. Von daher war schon okay so. Gut, sind die weg. Jetzt holen wir schnell unsere verlorenen Bubus. Wir wollen ja mit allen hier lang gehen. Aber zuerst BB, BB und Münzen, Münzen. Ich bin geldgeil. So, jetzt ist es raus. Ich bin geldgeil. Ja, wäre ich geldgeil, dann hätte ich mir in letzter Zeit nicht so viel gegönnt. Und wegen neuen Headset, neues Mainboard. Nee. Das Geld sein, geldgeil sein, doch ein bisschen anders. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So, so ein hohes Podest, wo ich nicht hinkomme. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Hä? Was hat das so bedeuten hier? Oh! Was? 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 Ist, was war denn das denn? Was ist passiert? Oh, oh hey! Ihr Spatzenhirne, ihr seid mir voll in die Falle gegangen. Das hat mich inspiriert, als ich euch so zusammenkleben sah. Haha, ich habe euch reingelegt mit meinem Podest. Was für ein Einfallspinsel. Ich lach mich schief. Jetzt, wo ihr mir aus dem Wege seid, kann ich ganz in Ruhe das Sternjuwel suchen. Haha. Ja. Mario, was sollen wir nur tun? Irgendwie müssen wir wieder hier rauskommen. Aber wie? Ach, ganz einfach, Kupio. Mario, es muss doch möglich sein, ihnen irgendwie zu helfen. Hey, Mario, du musst uns helfen. Wir zählen auf dich. Ja, das schaffen wir irgendwie schon, hoffe ich. Bleib mal da. Oh, ein schwarzer Schalter. Was hat das zu bedeuten? Schau nur, diese vier Symbole auf den Säulen. Habe ich die nicht schon mal irgendwo gesehen? Ja. Ich erinnere mich. Oh, habe ich das mir noch gemerkt? Ich hoffe. Das war Bubu, Sonne, Mond und Sterne. Richtig? Genau. Also. Was passiert da jetzt erstmal? Oh, der Baum hat da etwa... Hat der Baum da etwa geschwankt? Komisch, was war das wohl?
muss die irgendwie umändern, weil so rum ist das nicht richtig. Vielleicht ist oben jetzt was passiert, wer weiß. Ja, ich glaube mal, ich weiß, was passiert sein könnte. Da war ja diese Plattform auf dem Boden. Vielleicht ist die jetzt weg. Nee. Komm mal hier nach rechts. Nee, die bleiben da. Okay, die Plattform ist immer noch da. Kann die auch nicht irgendwie umdrehen. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Irgendwas muss das doch bewirkt haben. Der Baum hat geschwankt. Ja. Gut. Und weiter? Das war ein schwarzer Schalter. Und müssen wir wieder zu den Raum da zurück, wo die ganzen Symbole waren. Ich hab mir das doch gemerkt. Oh, Moment. Nee, hier links geht es nicht weiter, ich dachte. Nee, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Schade eigentlich. Wollte ich jetzt mein Skill mal beweisen, dass ich mir das merken kann, aber nein. Hier komme ich auch nicht weiter. Komme einfach nicht in die Röhre rein. Da muss auch diese Plattform hier weg. Nur ich krieg die nicht weg. So, laufen wir einfach jetzt mal zurück und schauen einfach mal, was wir machen können. Wo waren denn diese Symbole? Wahrscheinlich ist da irgendwas passiert. Bestimmt. Waren die hier nicht irgendwo? Kann sein. Ich schaue einfach mal nach. So ein langer Weg. So, dort rechts waren ja die andere Bienenarmee. Und in dem Raum waren dann nicht da die Symbole? Kann das sein? Ja. Ja, Bubo, Sonne, Mond und nee. Sonne ist ja das da. Nee, Stern, Mond und Sonne. Ah, okay. Na toll, jetzt habe ich mir die andere Kombination nicht gemerkt. Och, na, ihr seid doch. Ihr seid ja Assis. Ey, ihr Schweine. Ey, ich habe mir ja doch. Oh, nein. Jetzt müssen wir extra zurückrennen, um nochmal zu sehen, was das war. Oder habe ich mir das gemerkt? Nee. Bubo war, glaube ich, auf der zweiten Stelle. Da gibt es nicht mehr so viele Kombinationen. Wir schaffen das so. Ich will da jetzt nicht immer zurückrennen. Ich bin mir relativ sicher, dass der Bubo auf der zweiten Stelle war. Also kann ich hier sagen, Bubo. So. Stern? Nee. Lass hier mal wechseln. Auch nicht. Dann hier mal vorne hier wechseln. Und? Ah. Auch nicht. Dann so und so. Auch nicht. Gibt es ja hier nur noch eigentlich diese Möglichkeit. Dann ruhig hier mal den Stern. Nee. So. Nee. Und andersrum? Hä? Wo war der Bubu an dritter Stelle? Da war der Bubu an dritter Stelle. Nee. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, sowas richtig. Gut. Haben wir doch noch, denke ich mal, ein bisschen Zeit gespart. Wie soll ich da jetzt so wieder hochkommen? Fragezeichen. Da komme ich doch nie wieder hoch. Ja, erstmal schauen, was da drin ist. Ist das das, was ich denke? Nee. Aha! Superstiefel! Ich dachte, da kommt wieder dieser böse Zauber, also böse in Anführungsstrichen. Okay, cool. Oh, Toadette. Oder Titania. Hallo, ich bin Titania. Du erhältst Superstiefel. Herzlichen Glückwunsch. Damit wird deine Angriffskraft beim Sprung erhöht. Außerdem kannst du eine neue Technik anwenden. Probieren wir es. Wenn du beim Sprung A drückst, führst du eine Stampfattacke aus. Achte dabei auf dein Timing.
Cool! Großartig, das war super. Möchtest du nochmal? Es genügt. Gut, du beherrschst jetzt die Stampfattacke. Mit der Stampfattacke kannst du Bodenflächen wie diese hier zerstören. Yes! Und noch etwas, du kannst die Stampfattacke auch im Kampf benutzen. Also bis bald, viel Glück. Aha! Wir hatten uns ja schon mal gefragt, ob sich die Attacken verstärken. Anscheinend doch. Haha! Sehr gut. Wir haben eine Stampfattacke. Und somit können wir diese scheiß Blumenplatten hier einstürzen lassen. Oh, liegen hier. Bloß nicht verhauen, Mario. Ja, sehr gut. Die Insignia haben wir. Jetzt zurück. Hallo, Kupio. Warum bist du da unten schon? Bist du schlecht dafür? Da war doch noch ein Weg nach links, oder? Ja. Kupio, komm her. Charge. Mario kann Charge im Menü Taktik auswählen. Was wahrscheinlich irgendwie aufladen und in der nächsten Runde größere mehr Angriff. So, BP Plus kommt erstmal raus. Das brauchen wir erstmal nicht, denke ich mal. Wir haben genügend BP erstmal. So, kommt einfach mal Charge rein. Achso, es geht hier noch runter. Der Einsatz kostet 1 BP. Okay. Ich hab hier, nee. Ich hab... kommt erstmal Ausweich AP rein. Gut. Jetzt haben wir 15 BP wahrscheinlich, genau. Ja, ist immer noch ganz in Ordnung. Okay, jetzt sind wir hier unten. Hatte ich damals gar nicht gesehen, dass da oben, eine Insignie ist. Oder habe ich das gesehen? Kann doch sein. Ah, nee, ich kam da vorher nicht rein. Okay, dann würde ich gerne noch in den Büschen da reinschauen. Nee, kann ich nicht. Dann muss ich... Ich war ja jetzt nicht in jedem Busch drinne. Oder halt nicht an jedem gewackelt. Kann das sein, dass da noch ein Sternsplitter ist? Nee. Ach ja, übrigens. Ich hatte ja mal gesagt, dass es eventuell sein könnte, dass ich dieses Spiel zu 100% Let's Play. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass es nicht zu 100% Let's Play wird. Ich versuche aber möglichst nah an den 100% ranzukommen. Aus dem vollen Grund, hier gibt es so viel zu entdecken. So viel und noch viel mehr. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich dann wirklich die 100% schaffen würde. Einmal gibt es die Sternsplitter. Da kann ich mir auch nicht merken, wo ich welchen Sternsplitter schon gefunden habe. Wer weiß, wie viele es gibt. Dann... Na gut, Gegner scannen tue ich alle. Dann gibt es ja noch Orden, die gefunden werden müssen und so weiter und so fort. Und ja, ich denke mal, es ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich versuche es trotzdem möglichst an den 100% zu schaffen. Oh, hi. Aha. Ah, zwei von den Dingern, ein von dem großen Ding. Müssen wir die vorderen zwei erstmal ganz schnell platt machen. So, Stampfer kostet trotzdem 2 BP, okay. Na gut. Ah, da hätte ich jetzt erstmal mit Kupio angreifen müssen. Ich hätte jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass der, dass es doch so viel Schaden macht. Okay. Somit hätte ich mit Kupio den ersten besiegen können und dann mit Mario den zweiten gleich. Autsch. Mist, jetzt sind die Kupio auf dem Boden. Wie lange liegt er jetzt auf dem Boden? Ich hoffe, er steht dann wieder auf. Ach, schön, dass wir jetzt mehr Schaden machen. Vielleicht gibt's das auch für einen Hammer. Wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Ja, die Attacke ist einfach abzuwehren. Oh, jetzt sind es schon zwei. Und ich konnte mit Kupio leider nicht angreifen. Machen wir mal den Multisprung, dann würde ich, denke ich mal, jeden... Ah, Mist. Also beide besiegen. Ah, was? Das ist doch eine einfache Attacke. Okay.
Nochmal ein Multisprung. Sehr gut. Obwohl, mit Kubio kann ich ihn jetzt nicht... Na toll, mit ihm kann ich nicht angreifen. Austauschen zu Erona. Naja, wenigstens sind die zwei Dinger da besiegt. Es kommt zwar wieder einer her, aber egal. So, Ariona. Also Erona, du kommst jetzt hierher. Und... Mach ihn blatt! Sehr gut. Okay, und tschüss. Ah, unser Zauber wirkt mal wieder. Wunderbar. Wahrscheinlich mehr Münzen, richtig? Ja. Ist er Chef? Ah, wir müssen jetzt diesen Zauber dann mal wieder neu aktivieren. Nach dem Kapitel dann. Okay, gut zu wissen, dass dieser Zauber auch vorübergehen kann. Oh, da ist noch so ein Link. Und... Was? Oh, Mess. Naja, wenigstens kein gegnerischer Erstangriff. Drei Stück gleich. Was können wir da machen? Erdbeben würde nichts bringen. Stampfattacke? Nee. Könnte mit Mario einen besiegen und mit... Erona leider keinen weiteren. Darum. Das bringt sowieso da nichts. Schadet allen Gegnern. Nee. Wir haben ja auch noch ein Item Donnerzorn. Das wäre auch noch möglich, aber nee, auch nicht. Multisprung macht ein KP zu wenig Schaden. Wir müssen den normalen Sprung machen. Mit Erona machen wir nur zwei Schaden. Mir bleibt nichts anderes übrig. Wir kriegen da schon erwähnen. Ah! Mario hat nicht mehr so viele KP. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich eigentlich wirklich doll aufpassen. Ah. Diesen Kampf werden wir noch überleben, auf jeden Fall. Das hatten wir aber auch schon mal gesagt bei Koopas. Und dann waren wir ganz schnell Game Over. Es ging wirklich sehr, sehr schnell. Aber wenn wir halt Mario vorne lassen, ist vielleicht auch nicht das Klügste. Naja, nehmen wir mal Erona mit nach vorne. Obwohl, jetzt könnte ich Multisprung einsetzen. Ah, Mann! Na gut, das war wohl doch nichts. Nee, in der nächsten Runde ist ja auf jeden Fall besiegt. Ich schätze erstmal mit Erona dieses Fisch wegmachen. So, was ist, was war denn das eben? Keine Ahnung. Ach, ich sehe ja gerade, dass der Part schon fast vorbei ist. Oder eigentlich schon vorbei ist. Ach du Heilige, ging die Zeit schnell vorbei. Und ich versaue deswegen jetzt den Sprung. Ich bin doch doof. Mann! Ah! Achso, dieses Teil war dann nur da als Animation, dass der das Schutzschild aufgebaut wurde, okay. Autsch! Tschüss! Ja, jetzt klappt es. So, meine lieben Freunde, ich denke mal, im nächsten Kampf werden wir auf jeden Fall mal eine Sternattacke einsetzen, Sternfit. Damit unsere KP erhöht sind. Wo wir hier jetzt auch zwei Herzen kriegen. Ist schon mal sehr, sehr wichtig. Aber es reicht nicht. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Paper Mario 2. Die Legende vom Ionentor. Bis dahin und tschüss.